Ich habe eine kleine Geschichte über mich natürlich. Und über Männer. Ich mag Männer ganz gerne. Ich auch. Und ich habe keine Angst vor ihnen normalerweise. Und ich habe aber eine Sache, ich glaube nicht an das Konzept The One. Weil mein vorletzter The One, mit dem war ich immerhin 7 Jahre zusammen, ganz gut, oder? Applaus, Applaus. Und das war so eine typische Beziehung, das fängt an total leidenschaftlich und dann ebbt es ab und dann ebbt es ab und dann ebbt es ab. Und wenn man schon denkt, weniger ist jetzt schwer, dann ebbt das nochmal ab und ebbt das nochmal ab. Und jetzt sagen die Medien immer, normalerweise tun die Frauen so, als hätten sie Kopfschmerzen oder ihre Tage oder als lägen sie im Koma. Und die Männer sind die supergeilen, heißen Stiere. Und bei uns war das aber leider andersrum. Ich habe manchmal so seinen Puls gefühlt, um zu gucken, ob er noch lebt. Und das ist echt doof. Also für das Selbstbewusstsein einer Frau ist es nicht fantastico. Sag ich mal so, mein Mann kennt das, wenn der mit seinen Freunden spricht und sagt, oh, die Alte will nicht, dann sagen die irgendwie, die ist ja frigide oder was Männer so sagen, keine Ahnung. Wenn eine Frau aber zu ihren Freundinnen geht und sagt, der will nicht, dann gucken die so, oh, du Arme. Und das ist echt scheiße. Und wir haben dann irgendwann endlich Schluss gemacht, da war ich aber schon 35. Und mein Selbstbewusstsein war wirklich am Boden. Danke. Und ich habe gedacht, boah, fucking hell, 35, das ist so alt. Wenn ich nochmal mit meinem jüngeren Ich spreche. Und ich dachte, okay, das war's jetzt. Ja? Du kannst dich verabschieden aus dem Land der Libido. Bleib zu Hause. Und ne, es gab noch nicht mal Netflix. Und jetzt ist es aber keine Geschichte über eine traurige Frau, die 10 Jahre irgendwelche Straßenlampen umhäkelt hat. Das soll eine Geschichte werden über eine Frau, die zurück ins Spiel gefunden hat. Bisschen geil und ein bisschen inspirierend. Achtung. Und zwar gab es 3 Wendepunkte in der Geschichte oder in meiner Geschichte, die mich zurück ins Leben gebracht haben. Und der erste kam relativ bald nach dieser Trennung. Ich war wirklich sehr, sehr traurig und ich wusste gar nicht, wie traurig ich bin. Ich war quasi depressed. Und irgendwann eines Nachmittags rief mich ein alter Bekannter an und sagte, hey, wollen wir Kaffee trinken gehen? Ich sagte, ja klar, ich hatte ihn lange nicht gesehen, er war kurz weg. Und dann saßen wir so im Café gegenüber, er erzählt und erzählt und ich saß so da, war nett. Und irgendwann sagt er völlig überraschend zu mir, völlig überraschend, Susanne, du weißt ja, dass du eine außergewöhnlich schöne Frau bist. Und ich habe ungebremst sofort angefangen zu heulen. Und ich hatte so einen Rollkragenpullover an, den ich mir, so einen schwarzen, den ich mir so ganz unauffällig dann so übers Gesicht gezogen habe, weil es mir so peinlich war, dass ich so heulen musste, dass der merkt, wie berührt ich war. Aber es war tatsächlich ein Wendepunkt. Danach habe ich gedacht, okay, let's go, let's try again, baby. Und dann habe ich gemacht, was alle Leute machen, oder machten damals, ich habe mich bei Parship angemeldet. Und ich habe mich mit ein paar Männern getroffen und das ist genauso, wie es immer abläuft, wenn Frauen, die total unsicher sind und sich eigentlich nicht so geil finden, Männer treffen. Den ersten fand ich langweilig, den zweiten scheiße und den dritten pervers. Da habe ich auch mal wieder aufgehört. Und in der Zwischenzeit wohnte ich dann in einer Frauen-WG mit 3 anderen Frauen. Und das Lustige war, die waren alle so alt wie ich und alle Single. Und wir haben alle 3 daran geglaubt, dass wir nie wieder Liebe finden werden. Kein Sex, keine Liebe, gar nichts. Für uns gab es nur noch Brigitte, Buß und Bingo. Und es war eigentlich ganz nett, wir saßen so abends immer zusammen und haben so geredet. Und dann gab es irgendwann Wendepunkt Nummer 2. Und das war, als eine von meinen Mitbewohnerinnen mit einem Buch nach Hause kam. Nicht so besonders, aber das Buch war toll. Und zwar war es ein Buch, das hatte eine 80-jährige Frau geschrieben. Und diese 80-jährige Frau war davor 40 Jahre Single, Solo, sexlos gewesen und hatte mit 80 auf einmal gedacht, sie hat mal wieder Lust auf Sex. Und da hat sie ein Inserat in die Zeitung gesetzt,
eben mit dem, sie hat gesagt, sie hat sich 5 Jahre jünger gemacht. Und hat gesagt, sie würde gerne mal wieder und hat so viele Zuschriften bekommen, dass sie für Jahre die wildeste Zeit ihres Lebens hatte, mit 80. Und dann fanden wir das so abgefahren, dachte, das gibt's doch nicht. Wir so alt mit 35. Und dann bin ich zu YouTube gegangen, habe die Alte gegoogelt, weil ich dachte, irgendwo muss es Interviews mit der geben. Und gab's. Die saß da bei Markus Lanz, der alten Kartoffel. Und saß diese geile alte Sau da, Publikum lauter Millennials und Markus Lanz daneben. Und die haben alle das nicht verpackt gekriegt. Und also, dass eine alte Frau über Sex redet. Und wie die über Sex geredet hat. Die erzählt, wo sie es mit wem, wie oft gemacht hat, wie sie sich so masturbiert. Und irgendwelche Feldweggeschichten. Und ich dachte, oh, und über mir hat der liebe Gott eine Tür geöffnet. Und gesagt, Alte, 45 Jahre, bis ich so ein geiles Leben habe wie die. Nee, it's not possible. I'm gonna start now. For all English speakers. Und dann bin ich also auch wirklich wieder losgegangen. Es war wirklich ein großes Ding für mich, wirklich ein Wendepunkt. Und dann bin ich losgelaufen und habe auch relativ bald einen jungen Mann getroffen. Bisschen älter als ich, super attraktiv und Friseur. Wenn sie nicht schwul sind, sind sie geil. Und wir hatten es echt lustig, wir konnten die Hände nicht voneinander nehmen und wir haben echt viel miteinander gemacht. Super und schön und toll und es ging eine ganze Weile und irgendwann gingen wir so die Straße entlang und der fasst meine Hand an. Und wir gehen Hand in Hand. Und auf einmal dachte ich, war in der, zu dem Zeitpunkt 3,5 Jahre solo, das ist the one. Ich habe mich so dazu gefühlt, ich dachte, wir zwei, wir sind's jetzt. Und es war aufregend und schön und sexy und nach 6 Wochen lädt er mich zum Essen ein und sagt, ich habe mich in eine andere verliebt und ich habe das Gefühl, wenn ich dich treffe, dann betrüge ich sie. Und dann war ich zuerst natürlich wahnsinnig verzweifelt und dann war ich traurig. Und dann hatte ich irgendwann Fantasien mit ihm. Meine Lieblingsfantasie war die, dass ich abends eine menschenleere Straße entlang gehe und er liegt auf der Straße, er ist angefahren worden von einem Auto. Und er blutet sehr stark und ich gehe hin und ich sage, oh Gott, kann ich dir helfen? Er sagt, ja, ruf einen Arzt. Und ich sage, gib mir dein Handy. Und er gibt mir sein Handy und ich werfe das Handy in die Büsche und schaue zu, wie er verblutet. Genau, und dann war ich also wahnsinnig traurig und irgendwann bin ich dann, um das zu verarbeiten und so weiter, natürlich auch viel trinken gegangen und saß eines Abends in einer Kneipe wie dieser mit meiner Freundin Simone aus unserer gemeinsamen WG und wir saßen so und ich ganz traurig und trinke, was ich immer getrunken habe, keine Ahnung, und sagte zu ihr, Simone, wann werde ich jetzt das nächste Mal wieder Sex haben? Oh mein Gott, das dauert jetzt wahrscheinlich wieder Jahre und ich war wahnsinnig traurig. Und sie schaut mich an mit so einem Blick, wo du weißt, da kommt noch mehr. Und sie sagt, Susanne, ich habe eine Freundin. Und die geht immer in einen... Komm, ich kann es sagen. Ihr behaltet für euch. Swingerclub. Und ich so, Simone, ich habe genauso gut wie ihr jetzt. Das gibt's doch. Wir haben uns ein bisschen unterhalten und irgendwann... Sie hatte ja auch gerade niemanden, haben wir gedacht, okay, wir versuchen das, morgen gehen wir in einen Swingerclub. Und am nächsten Tag haben wir uns dann angezogen, wie wir dachten, wie man sich für einen Swingerclub anzieht. Ganz. Und dann auf der Fahrt dahin haben wir uns verabredet und haben gesagt, hey, haben wir ein Codewort ausgemacht. Wenn einer das Codewort ruft, dann rennen wir raus. Und wir haben gesagt, okay, wenn einer von uns gehen will, dann geht die andere mit. Egal, ob es nach 5 Minuten ist oder einer halben Stunde, egal. Und dann kamen wir an, gingen durch die Tür. Wir waren sowas von schüchtern und es war uns wahnsinnig peinlich. Blick immer auf die Schuhspitze. Vorgearbeitet zur Theke, bloß nicht in den Möbel kommen und dann standen wir da. Ich sagte, okay, wenn wir jetzt hier stehen und immer nach unten schauen, dann können wir auch sofort wieder gehen. Und dann passiert aber Folgendes, die Tür ging auf und Simones Freundin kam rein mit ihren Freunden. Wir haben uns dann gleich dran gehängt, uns auf so eine versiffte Sofagarnitur gesetzt und angefangen zu sprechen. Und es war ganz nett, da haben wir so geredet und wir haben uns beide entspannt und konnten uns umgucken und mal die Leute so angucken, die da waren. Und irgendwann kam das Gespräch auf Interieurdesign.
Und eine Frau sagte, oh, die Lampen sind aber toll. Die hätte ich auch gerne bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Und ich dachte, okay, dafür bin ich nicht gekommen. Da habe ich diesen Monat angestupst und habe gesagt, let's go. Und dann sind wir aufgestanden und haben uns so diesen kleinen Swingerclub dann mal ein bisschen genauer angeguckt. Da gab es viele schöne Räume. Und bei einem dieser Räume haben wir dann gesagt, hier bleiben wir ganz gemütlich, im Hintergrund romantisch Pornos. Und dann saßen wir so da, alle neugierig. Und dann sitzen wir so da und irgendwann geht die Tür auf und er kommt rein, mein Traummann. Groß, blond, weißer Anzug, nichts drunter. Und guckt sich so um und geht wieder raus. Und ich sage zu Simone, Simone, ich bin gleich wieder da, warte kurz. Ich renne daher. Und er ist so in verschiedenen Räumen unterwegs, schlendert so durch die Gegend und ich immer hinterher. Und überall, wo er war, habe ich mich dann so präsentiert. Und echt so 5, 6 Räume hinterhergelaufen und stand immer an irgendwelchen Türklinken. Und der hat dann so geschaut und hat mich nicht mal wahrgenommen. Und nach dem 6. Raum habe ich dann gedacht, okay, scheiße, er liebt mich nicht. War wirklich traurig, dass er mich so unattraktiv offensichtlich findet. Und schlapp so zurück zu Simone und setzt mich hin und war so ein bisschen selbstmitleidig. Und irgendwann dachte ich, Wendepunkt Nummer 3. Alter, wenn du es nicht mal schaffst, in einem Swingerclub zu jemandem zu gehen und zu sagen, wie wär's mit uns zwei, dann kannst du es echt vergessen. Und ich wieder, Simone, ich bin gleich wieder zurück, aufgesprungen, losgerannt, den Typen gesucht in gefühlt 5000 Räumen. Hoch, runter, hoch, runter. Und irgendwann steht er da, mit dem Rücken zu mir. Und ich tippe ihm auf die Schulter und er dreht sich um, schaut so. Und ich sage, dich habe ich gesucht. Entschuldige nicht dich. Und er lächelt mich an, nimmt mich bei der Hand, wir gehen in den Garten und knutschen wie verrückt. Bis seine Ehefrau kam, mit der das mich abgesprochen hat, und mich weggeschubst hat. Das war aber okay. Für mich war der Abend gelaufen. Ich fand es super. Weil ich dachte, alter Schwede, diese ganzen scheiß Grenzen, du bist zu alt und du musst warten, bis der Typ anfängt und du bist zu whatever, aber nicht. Es war ziemlich geil und seither küsse ich Männer zuerst. Dankeschön.